Oh, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben als allererstes hier einen locker-flockischen Gildenkampf gegen Doomsday. Ja, Doomsday greift uns an. Das ist natürlich sehr vernünftig, sehr, sehr cool. Doomsday ist übrigens die Gilde, wo ja, viele hingegangen sind aus unserer Gilde und deswegen unsere Gilde einfach nur noch nicht mehr so stark ist, ne? Guck hier, Doomsday greift uns an. Da ist der liebe Higgy drinne. Der Higgy ist einer, der ganz gerne abwirbt. Nein, natürlich ist das nur Spaß. Aber das sind halt, naja, egal. Ich weiß auch nicht so recht. Ist ein bisschen schade, aber naja, was will man machen? Es ist halt, wie es ist, ne? Bei manchen ist das halt, bei dem einen oder anderen ist es halt Spiel und bei dem anderen ist es halt todernst. Ich weiß es halt auch nicht. Es ist Gold Event. Das ist schön. Können wir eine Menge Kohle machen. So. Okay. Wie sieht es mit unserer Festung aus? Hier können wir auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Edelsteine suchen. Hier wird noch ausgebaut. Kaserne auf Stufe 12 mittlerweile schon. Ne? Also da geht es auch ganz gut voran. Wir haben Festungsstufe 13. Das haben wir uns auch lange nicht angeschaut hier. Da hat sich echt viel getan. Hier sind wir auch auf Stufe 12, Stufe 11, Stufe 12. Ja, ja, das rödelt halt dann immer so einer hin, ne? So nebenbei. Echt coole Sache. So, Sniper, was schreibt denn der? Das lesen wir uns nachher am besten durch. So, wie sieht es denn bei uns denn geht aus? Ja, ihr seht schon. Also hier sind ein paar inaktiv. Der liebe Early leider jetzt auch mittlerweile. Und, ja. Ist, wie es ist, ne? Kann man nichts machen. Was will man zu sagen? Ich weiß es nicht. Fehlen mir die Worte. Wenn ich ehrlich bin. Warum auch miteinander arbeiten, wenn es gegeneinander geht? So, dann schauen wir mal ganz kurz hier in den Waffenladen rein. Da haben wir nämlich ein bisschen was, was wir absolut überhaupt nicht brauchen. Wir können aber, bevor wir hier alles verrödeln, können wir mal ganz kurz die Toilette schauen, wie es da nämlich aussieht. Dort haben wir nämlich einmal gespielt. Wir sind auf Aura 12 mittlerweile. Und können das alle Ding reinschmeißen. Kriegen einen Krieger, ein fünffach Epic für den Krieger. Okay. Schauen wir doch direkt mal. So, 273. Warte, wir sind aktuell auf 273, 272. Das heißt, wir haben wieder ein Level gemacht, können wieder nachziehen. Okay, und schauen wir mal ganz kurz über den Krieger. Wir haben ja einen Sockel drauf, ne? Ein Stärke, ja. Ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Nee. Hier haben wir noch eins für den Kundi. Da. Das können wir auf jeden Fall noch in die Toilette schmeißen. Das ist eigentlich alles Quark mit Soße hier. Stärke und Intelligenz. Ausdauer. Nee. So, das alles weg. Und das kann auch weg. So. Okay, dann schauen wir doch mal zu unseren Pets, meine lieben Freunde. Dort geht es nämlich auch ganz gut voran. Wir können mal schauen, ob wir im Wasserhabitat ein bisschen weiterkommen. Ist... Jo, hat geklappt, ne? Schön. So, können wir den gleich mal füttern hier. So, wo sind wir denn überhaupt? Auf welcher Stufe? Alter Schwede, hat jetzt wirklich 100k gehabt? 139k, leck mich am Arsch. So, wir sind aktuell... Wasserhabitat 9 von 20, okay... Haben wir fast die Hälfte schon geschafft. Okay, dann schauen wir mal bei Licht. Unser Licht ist nämlich schon Stufe 50. Was habe ich jetzt geklickt? Ach, ich habe jetzt auf das geklickt, lol. Okay, warte mal. Können wir aber eigentlich auch machen. Okay, hier haben wir gewonnen. Gibt es noch was für Wasser? So. So, jetzt einmal Angriff mit Erde. Haben wir auch geschafft. Dann geht's weiter. Schatten sind wir echt nicht gut unterwegs. Feuer, wie sieht's bei Feuer aus? Stufe 40. Warum kriegen wir dann nur für den? Das ist da auch scheiße. So, schauen wir nochmal ganz kurz ins Feuerhabitat. Aber da sind wir auch auf Stufe 9 aktuell unterwegs. Das heißt, werden wir auch nicht schaffen. Bei Erde... Sind wir auch auf Stufe 9. Schatten. Sind wir auf Stufe 8. Wärme aber nicht klatschen mit nur 36er. Obwohl es knapp.
Wir müssten noch ein bisschen nach oben mit unserem kleinen Schlingel hier. Nee, schaffen wir nicht. Und Feuer. Auch auf Stufe 8. Das könnte klappen. Und hat auch geklappt. So, aber Stufe 9 wird auch hier nichts, logischerweise. So, haben wir erstmal die Pets wieder ein bisschen durchgerödelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, wartet mal. Gehen wir mal kurz ins Dungeon. Schauen mal hier in den Turm rein, wie es da aktuell aussieht. Das war nämlich hier dieser. Oh Gott, ey. Der war echt crazy gewesen. Ich glaube, die Turmetage, da werden wir extrem lange zu knabbern haben. Wir haben ja das letzte Mal, in dem letzten Video, letztes Wochenende, sind wir ja gut Epics shoppen gegangen. Aber, die Gegner, die uns aktuell vor der Nase stehen, sind halt echt extrem drauf. Also das ist echt schon übel. So, warte mal, dann schauen wir mal ganz kurz. Warte, was wollte ich noch, was wollte ich noch, was wollte ich noch, was wollte ich noch. Hier können wir mal kurz einen Dreher machen. Ja, gab es ein bisschen Erfahrung, ne? Immerhin. 214 Mios haben wir am Start. Crit sind wir auf 50%. Gehen wir mal hier ein bisschen Investment betreiben. Und hier auf jeden Fall. Hier könnten wir auch noch ein bisschen ausbauen. Bringt halt nicht viel, ne? Naja, aber es bringt ein bisschen was, immerhin. So, 20 Millionen lassen wir uns auf jeden Fall stehen. Gut, das hat jetzt auf jeden Fall nicht so viel gebracht, dass wir den hier schaffen könnten. Den schaffen wir auch nicht. Hier genau dasselbe. Der ist... Hohoho, Leute. 6... Naja, okay. 8 Millionen. 8... Oh. Jetzt haben wir schon auf 10 Millionen gerade mal runtergeklatscht. Also 16... Auf 3 Millionen? Was? Wow, was war das gerade für ein Run? Auf 3 Millionen? Hä? What? LOL! Das hätte ich ja niemals gedacht. Das hätte ich ja niemals gedacht, meine Freunde. Wow, was haben wir gekriegt? Oh. Das mit Sockel? Ja, das ist richtig gut. Aber natürlich hat es wieder keinen Sockel. Das ist ja ärgerlich, ey. Das ist ein gutes Epic. Das ist wirklich ein gutes Epic. Aber da noch ein Sockel drauf. Oh. Das wäre gut geworden. Das wäre gut geworden. So, na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der letzte hier. Okay. 2 Millionen Schaden. Ja, okay, 5 Millionen. 20, oh, das waren schon 13 Millionen gerade. 13 Millionen HP haben wir gerade geklatscht. Okay. Aber ist halt auch Stufe 10 von 10, ne? Also das ist schon ein ganz ordentlicher Kollege. Aber was mich echt abfuckt, ist hier der. Also der ist, das ist... Oh, boah, Alter, ey. Das geht gar nicht. Der hat 16 Millionen Leben, ey. Und dieser Faggot, ey, der ist einfach so dermaßen unbezwingbar. Das ist so zum Kotzen. So, Moment. Mal ganz kurz was schauen. Wir werden mal hier auf jeden Fall in Stärke und Intelligenz, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was investieren. Das, denke ich, wird nicht schaden. Na, 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 na. Da nochmal 5 Millionen drauf. Ist nicht viel, ich weiß, aber ja, mein Gott. Wenigstens ein bisschen was. Okay. So, dann schauen wir mal ins Schatten-Dungeon. Da hängen wir nämlich hier in der dritten Etage an diesem ollen Schleimbeutel hier. An diesen Lava-Kackhaufen. Das Problem ist, dass wir leider so gut wie keinen Damage, also wir mit unserem Char so gut wie keinen Damage machen, obwohl der gerade sehr knapp war. Also der könnte fallen. Definitiv, da ist was möglich. Könnte klappen. Das sah gerade auch gut aus. Hm.
Der ist auf jeden Fall drin, bin ich der Meinung. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, also wir hatten auf 300k runter. Die sollten wir auch noch schaffen. 300k sollten wir definitiv auch noch schaffen. Aber jetzt machen wir wieder kein Damage mehr. Ach, es ist jedes Mal dasselbe. Okay. Oh, 1,3. Nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht der Ernst. Das ist wirklich nicht der Ernst. Das kann da nicht wahr sein, ey. Das kann doch einfach nicht wahr sein. 21.000. Also der fällt definitiv. Da fehlt halt nur noch ein Pfützleinhaar. So, aber was haben wir gekriegt? Und auch wieder kein Sockel, ey. Das sind so eine krass geilen Items, aber die haben einfach keinen Sockel. Fuck! Warum nicht? Ach Mann. So ein Mist, ey. Wie sieht's bei dem aus? 40 Millionen. Oh. Der scheint ganz umgänglich mit uns zu sein. Okay. Gab's 74 Millionen, das ist natürlich nice. Und wir haben nochmal ein Level up. Sehr gut. Das ist ein reines Glücks-Epic. Bringt uns nicht viel. Okay. Nice. So, wir können auf jeden Fall die Begleiter nochmal zwei Stufen nachziehen. Oh, da reicht unser Gold gerade so. Aber jetzt gibt's gerade wieder was. Wir haben ein Ei gekriegt. Schön. Okay, da okay. Ein Feuerei. Ey, neues Pet ist geschlüpft. Cool. Das freut mich. Oh, warte mal. Für ein Mage war man das gerade her. Ach so, das haben wir gerade gekriegt, wo wir so überraschend gewonnen haben. So direkt nach einmal. Oh. In der Ausdauer Glück. Wow. Das ist ein richtig gutes Epic. Aber ein richtig, richtig gutes Epic. Aber ein richtig, 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 richtig gutes Epic. Das ist ja wirklich sweet, Dude. Warte mal, Charakter. Kann weg. Okay. Jetzt bräuchten wir natürlich noch einen Stein. Einen Inchstein. Das wäre natürlich auch geil. Hier sind wir übrigens auch bei Etage 8, bei Akt 2. Oh. Was ist heute? Dungeon Rush? Also das war echt ein fettes Epic, definitiv. Also richtig sweet. Für unseren Mage. Ja, easy. Nice, warte mal. Okay, jetzt gibt es vor allen Dingen hier auch schon richtig EP. Das ist halt wirklich nice. So, 16 Millionen HP hat der Gute hier. Wollen wir doch mal schauen, ob wir den auch noch hinlegen können. Er sieht gar nicht so schlecht aus. Auf 4 kriegt man runter. Auf 4 kriegt man runter. Aber tiefer haben wir bis jetzt noch nicht gekriegt wie 4. Das heißt, wird schwer. 2,9, okay. Ah, schade, dass es wieder ein Stück dauert, bis Epic-Wochenende ist, ey. Ich muss dann echt mal wieder richtig zuschlagen. So, nein. Das sieht schlecht aus. Aber da haben wir echt ein paar Etagen geschafft hier. Das ist sehr, sehr cool. Turm werden wir nach wie vor nicht schaffen. No way. Den kriegt man nicht mal unter 30 Millionen. Allerdings hat er auch 81. Das, was ja total krank ist. Ach, scheiße, diese Waffe vom Geräusch her. Ich hasse diese Waffe einfach nur vom Geräusch her. 20 Millionen, okay. Und da war auf 20 Millionen.
20 Millionen ist nicht schlecht. Gut, dann werden wir jetzt mal schauen. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Also brauchen wir als nächstes auf jeden Fall erstmal, was haben wir hier noch bekommen? Leider auch. Da könnten wir es eventuell draufhauen, wird man für den Kundi ein bisschen Int und Stärke kriegen. Was wir jetzt so in dem Sinne nicht brauchen, aber wir verlieren auch nur 9. Das ist jetzt nicht so der Burner. Tut's mal beiseite. Gut, in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Tschüss!